Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle mit mir. Fighting Joe und erneut TGR Obelix, nämlich natürlich. Wie könnte es anders sein? Dem nächsten Game in unserem Spiel, denn Spiele sind nun mal Best of 3 eigentlich mindestens. Und Obelix spielt Tylis. Ganz kurz und so, da kann es noch weitergehen. Und zwar, ja, gibt es dazu eine Vorgeschichte. In der Liga habe ich das Mirror Match Sweden auf eben jener Karte gegen Obelix verloren. Obelix hatte sich die Karte gewünscht, Sweden waren ja vorgegeben. Und Obelix hat ein Bild gespielt, mit dem ich nicht ganz gerechnet habe, nämlich fünfmal Schwertmeister. Ich hätte schon gedacht, mit meinen Dreien seien das viele. Und ich habe jetzt ein bisschen gepokert. Er hatte Tylis gewählt und ich habe darauf natürlich die, also was heißt natürlich, ich habe darauf Diodrysen gewählt. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das Bild natürlich irgendwie zu kontern und zwar mit vier thrakischen Adligen. Ich lasse einfach mal laufen. Vier thrakischen Adligen, denn fünf thrakischen Bänkler, die kosten 330, haben aber 41 Geschossschaden, 7 Schüsse pro Minute. Der Rest ist erstmal egal. Drei thrakischen Krieger. Zweimal hier den dakischen Söldnerspeerkämpfern. Einfach nur ein bisschen zu blocken. Drei. Ja, dreimal der thrakischen Kavallerie und hier hinten noch einmal thrakische Reiter. Schon. Ja, und hier haben wir erstmal gleich Obelix erste Reihe, nämlich dreimal plündernde Reiter, mit denen wollte ich mich hier aufhalten, aber die habe ich, ja, habe ich doch gesehen und, ja, die zieht er jetzt hier ab. Ich habe erstmal dann meine Plänkler vorgeschickt, okay, Moment. Schön, wenn man aufnehmen will und dann gleichzeitig ein Gespräch führt. Ja, also ich treibe hier Obelix, was heißt, ich treibe hier Obelix-Reiter? Ich treibe Obelix-Reiter aus dem Wald raus. Oder er zieht sie aus dem Wald raus. Immer die nächste thrakische Kavallerie. Das ist natürlich 4 gegen 1. Das ist nicht ganz fair. Das heißt, ich ziehe meine Truppen ran und ich wollte erstmal dieses Waldstück für mich erobern. Erstmal schauen, ob er da nicht doch noch eine Einheit drin hat. Aber, ganz kurz: GMT minus 1. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Genau. Ja, wir plänkeln uns hier ein bisschen. Mir war dann relativ schnell klar, dass Obelix in diesem Waldstück sich aufgestellt hatte. Wahrscheinlich so hier in der Kante und ja, dann wollte ich diesen Waldrand einnehmen. Das werde ich auch gleich tun, nur erstmal waren wir damit beschäftigt, uns hier ein bisschen zu plänkeln. Diese Schlacht hat ein bisschen Vorlauf, das hat sehr lange gebraucht, bis wir uns hier nahe gekommen sind. Ihr seht hier viel so relativ sinnloses, also relativ viel so hin und her geplänkelt. Hier habe ich mich dann versucht, erstmal auf seine leichte Kavallerie zu stürzen. Moment. Da ist kurz geklärt. Oh Gott, das ist, tut mir schon nicht leid. Das war jetzt Pause Nummer 3. Ja. Ein freundlicher Brasilianer. Und jetzt zieht sich Obelix komplett zurück. Ich gehe raus. Ich könnte jetzt natürlich, einfach mal irgendwie nochmal neu die Aufnahmen starten. Aber auch nö, ist ja noch nicht viel passiert. Kann ja. Hätte es ja eh alles wegspulen können. Wahrscheinlich haben die meisten Leute schon mal nur mit Bitten gefallen. Ich sollte mal einfach sagen, ich starte Schlachtkommentare immer erst da, wenn es losgeht oder so. Keine Ahnung. Mein 20. Jahrhundert haben die Menschen einfach keine Zeit mehr für Geplänkelgeschäft, Gefechte. Alles muss schnell gehen. Schnüff. Spaß beiseite. Ja, was passiert hier jetzt? Nicht viel, ne? Eigentlich nicht viel.
Obelix. Oh, schön, da hinten die See. Wenn hier nichts passiert, kann man hier mal. Ach, das schöne blaue Meer schon. Da ist Alexandrum. Ach, herrlich. Und da ist ein. Soll das der Nil sein? Nein, das ist ein Zufluss des Nils. Das ist das Nildelta. Da hinten ist doch der richtige Fluss. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay. Na dann geht's los. Wir sehen hier schon keltische Krieger, da hat hier schon einen Moment Panik. Denn hätte er jetzt auf andere Builds ein anderes Bild gesetzt, als das, was ich gedacht hätte. Ja, dann wäre das vielleicht ungünstig gewesen. Jetzt hier wunderschönes Manöver mit den plündernden Reitern. Erstmal auf die thrakischen Flanker. Das ist richtig gut, auch wenn eine Einheit kaputt geht, die andere kommt rein, kostet mich erstmal eine Einheit. Hier, ja, nehme ich den Kampf an mit der leichten Kavallerie, nicht ganz freiwillig. Wenn, den sehen wir auch schon eingeschworen, also das, worum es geht. Und ja, was ich jetzt tue, ist erstmal hier meine Klänkler rausziehen, die ich noch habe, und thrakische Adlige reinzuziehen. Die sollen hier erstmal den Kampf annehmen, denn die Eingeschworenen waren ziemlich weit weg und ich habe mir gesagt, okay, ich nehme jetzt hier diesen Kampf an und gebe ihm das Gefühl, dass ich jetzt rückt er erst vor, das heißt, das braucht ziemlich lange, bis er rankommt. Hier, meine thrakischen Krieger werden wahrscheinlich diesen freien Herbern dann ziemlich auf den Sack geben und ich habe ja hier einiges an Truppen, es kostet mich thrakische Adlige, muss ich ja sagen. Diese Einheit hier, 159 Mann, die wird jetzt erstmal vorgeschickt, um die vordersten Eingeschworenen aufzuhalten. Die anderen sind hier noch sehr weit zurück und das, ja, das musste ich einfach nutzen, das war mir klar. Und auch wenn es mich einige Mann gekostet hat, die keltischen Krieger gehen hier jetzt doch sterben. Zieht euch zurück! Und ja, Obelix, ich weiß nicht, ob er diese Einheit nicht ganz gesehen hat. Jedenfalls kriege ich hier jetzt so einen Semi-Backside-Charge. Ich glaube, er dachte, er kommt mit dem freien Herrmann dann auch in meinen Rücken, das geht schon. Ah, weiß ich nicht, wie gut das am Ende aussieht. Denn es hält ihn hier erstmal auf, blockt seinen Vormarsch. Hier bleiben die Erdgeschworenen ja immer noch sehr weit zurück und jetzt brechen hier einfach die Truppen, die thrakischen Adligen. Diese freien Herrmann hatte ich aber auch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ja gut, und jetzt laufen hier die Erdgeschworenen auf die thrakischen Krieger. Das ist auch erstmal ungünstig, denn sie verspielen damit natürlich auch viel Potenzial und ja, die Eidgeschworenen hier gehen jetzt in den Kampf mit den thrakischen Adligen. Schon in der einen oder anderen Mann verloren. Ihr seht hier auch angezeigt zu verlieren, klar. Aber diese thrakischen Adligen, die jetzt hier angreifen, kämpfen in deren Rücken. Das heißt, oh, das wird böse. Die nächsten Eidgeschworenen sind noch nicht ran. Das heißt, ich habe eine Einheit Eidgeschworene hier sehr schön abgetrennt ausgeschaltet. Die hier steht zwar und gewinnt natürlich den Kampf, aber die ist erstmal auch mit sich selbst beschäftigt. Hier doppeln wir sie und jetzt trifft mein General auf seinen General. Mein General hat Kampfrhythmus, neuen Aufschwung, allen Spaß. Sind zwar nur noch 117 Mann, aber ich komme hier mit Support ran und versuche hier jetzt erstmal zu werfen. Diese Eidgeschworenen hier sollen ein schnelles, schwieriges Ende finden. Die sollen quasi das spitze Ende sehen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie die thrakischen Krieger hier ausgeteilt haben gegen die Eidgeschworenen. Das ist richtig gut. Und die ersten Eidgeschworenen hier niedergemacht wurden. Von meinen thrakischen Adligen. Gut, es sind auch drei Einheiten hier im Kampf. Aber das würde ich alles immer relativ sehen. Hier auch sehr schön die Kills. Jetzt kommen hier leider die plündernden Reiter, die ich nicht abwehren konnte. Aber sehr schön hier die Kills. Die Eidgeschworenen sind doch ja, dezimiert. Und auch die Eidgeschworenen hier verlieren. Klar, Kampf. Also die einen richtig Verluste. Vor allem, wenn man das mal vergleicht, was die an Verlusten seit Beginn des Engagement gekriegt haben. Und da steht der General drin, ich habe hier Support-Truppen und jetzt bin ich hier einfach durchgebrochen. Das heißt, jetzt kommt hier noch eine thrakische Adlige. Ich wollte erstmal seinen General blocken. Hier ist noch eine thrakische Adlige, die etwas angeschlagen ist. Auf die Eidgeschworenen drauf, die werden hier jetzt auch ausgeschaltet. Ja, und die plündernden Reiter waren mir erstmal scheißegal. Solange ich den General gekriegt habe, darum geht's. Die thrakischen Söldnerspeckkämpfer, ja, verlieren gegen die freien Herberner und
Die haben sich jetzt ziemlich lange gehalten, aber ihr seht, es ist eine Schlacht, die übers Bild entschieden wurde. Das ist nicht groß Micromanagement. Interessant, hier kommen meine Einheiten wahrscheinlich gleich wieder, das war mir fast klar. Ja, und jetzt wankt hier der General. Hier, das war ein Kampf 2 gegen 1. Die türkischen Adligen kämpfen bis zum letzten Mann und haben die Eidgeschworenen, ja doch, dezimiert. Und jetzt kommen hier gleich die thrakischen Plänkler sollten den Ansturm der plündernden Reiter ein bisschen abwehren. Und jetzt kommen hier nochmal Plänkler wieder, die haben nochmal Munition. Das ist auf jeden Fall gut und die Eidgeschworenen hier, ihr habt gesehen, die haben 4 Mann im Charge verloren. Das geht gerade richtig nach unten. Da seht ihr einfach mal 79 Nahkampfangriff, 63 Sturmangriff-Bonus. Wenn die die Anstürme kriegen, dann sind die einfach nur hart. Und auch die thrakischen Krieger sind richtig gut im Ansturm. Und ja, dadurch, dass ich die Eidgeschworenen so nach und nach gekriegt habe, konnten sie ihre Stärken nicht so richtig ausspielen. Und ja, diese langsam nacheinander rückende Linie, die ist einfach, das hat nicht ganz zusammengepasst. Es war eine kleine Ungereimtheit und die hat sich hier eben sehr, sehr schmerzhaft bezahlt gemacht. Und jetzt geht hier die nächste Einheit Eidgeschworene schon ins Wanken. Die Einheit hier, verliert gegen die thrakischen Adligen. Krass. Also da seht ihr hier die Kämpfe. Können Sie sich einfach mal angucken zwischen den Eidgeschworenen und den Jungs. Okay, da kennt man irgendwie mal nicht so viel. Aber egal, ja, wir sehen hier die Idee, da liegen viele tote Eidgeschworene. Okay, das Pferd hat gerade übel einen drauf gekriegt. Ich hoffe, das habt ihr gesehen. Ja. Da hinten fliehen thrakische Krieger. Aber in der Zwischenzeit haben diese Eidgeschworenen auch keinen einzigen Mann verloren. Cool. Aber es heißt, dass sie den Angriff, den Kampf verlieren. Ich habe in der Zwischenzeit nur die Reiter getötet. Gut, hier kommen nochmal freie Herberner ran, aber was sollen die denn machen? Die werden hier, die werden richtig von thrakischen Adligen getötet. Wir haben zwar noch ein paar Mann durch den Speerwurf verloren, aber ja, da gehen die freien Herberner, die müssten richtig auseinandergenommen werden, genau. Da geht kein Stein auf den anderen. Jetzt ist hier mein General noch rein, der hat sich ja nach und nach durch die Eidgeschworenen auch durchgefräst. Oblex aktiviert jetzt noch Schildwall und Kopfgeldjagd, aber ich kann nochmal den Kampfrhythmus aktivieren und die Kopfgeldjagd. Da seht ihr einfach, das gibt nochmal drauf und die Eidgeschworenen werden jetzt einfach niedergerungen, die letzte Einheit. Ja, also mein etwas riskanter Plan, wirklich auch mal hart zu kontern, hat super funktioniert. Die Eidgeschworenen haben ihre Stärken nicht so richtig ausspielen können. Ihr seht, die Elite-Infanterie, die ist einfach hart, die macht auch Kills. Ich habe mich hier am Anfang durch die keltischen Krieger gefräst, das war nicht so gut. Das war eigentlich ein schönes Manöver, aber dann sind die Eidgeschworenen zu spät nachgekommen. Ich hätte meinen Fernkämpfer auch besser schützen können, der hätte noch viel mehr gezielten Schaden machen können. Die thrakischen Krieger haben sich aber halt super geschlagen und ja, dann machen es einfach die thrakischen Adligen, die, glaube ich, wenn sie mit dem Ansturm in den Nahkampf kommen, die Eidgeschworenen doch schlagen, denn das sind einfach die Nahkampfmonster. Vor allem, wenn es mir gelingt, wie es mir gerade gelungen ist, mit einer Einheit dann noch hinten reinzukommen, da haben dann auch Eidgeschworene keine Chance. Das ist einfach das Monster des Jahrtausends, diese thrakischen Adligen. Ihr habt es ja auch in der Schlacht schon gesehen gegen Shisha, die ich hochgeladen habe, wo da nur 3 stehen und die auch richtig austeilen. Jetzt 5 davon. Das ist auch schon hart, ne? Also da kann man sich auch gerne mal drüber aufregen, dass die so hart sind. Aber okay, ich gebe 1300 pro Kopf aus und das ist ja auch eine Regel, die, wenn sie auf keine adäquate Gegenwehr stößt, richtig austeilen kann. Das muss man immer dazu sehen. Naja, GG an Obelix, war nett, die 2 Schlachten. Ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Und damit nicht wieder das Joe abgekürzt ist, sage ich von jetzt ab immer Tschüss.